So, Kanislatrans ist fertig. Construction complete. Hab ich denn eigentlich noch Sachen, die ich. Also, das ist wahrscheinlich als falsch. Construction Schiff sein. Complete. Kann es aber nicht hin. Construction complete. Hochfläche. Hier können wir Sachen ausbauen. Hier können wir auch Sachen ausbauen. Ja, mehr Mineralien. Aber wir haben noch ein Vitarian-Kraftwerk, ne? Sehr schön. Sieht damit eigentlich aus. Verbraucht Satranengas. Ja, das ist irgendwie. Hat sich da nicht eigentlich im Raumhafen was gebaut? Ja. Ja, irgendwie, das Satrangas ist irgendwie. Eher so mittel. Ich weiß halt nicht genau, was das richtig bringt. Und hier auf dem Planeten gab es ja keine Möglichkeit, irgendwas zu bauen, wenn wir das ersetzen wollen würden hier. Vitarian-Kraftwerk haben wir keine Rohstoffe mehr. Satrangas. Nix. Construction complete. Kolonie. Paragima. Das ist jetzt unser Planet wieder mal. Ja. Wollte ich theoretisch eingemeinden in Canis Igra. Das mache ich vielleicht auch. Den einen Planeten noch freilassen. Oh. Oh. Das machen wir. Direkt halten. Nee, Canis Igra. Planeten zu. Passt. Escape eigentlich nicht. Welche Taste? Richtig weg. Bitter. Ja. Also das war jetzt gerade hier. Zirkumflex. Für diejenigen, die interessiert, das ja dann sozusagen die, ich sag mal, Möglichkeit da teilweise Befehle einzugeben, um das Spiel zu modifizieren in irgendeiner Weise, was wir jetzt natürlich vorhaben. Das ist, glaube ich, auch ausgeschaltet eigentlich, dachte ich. So, du Kolonieschiff, kommst du darüber? Ja, du kommst darüber. Gut, dann kolonier bitte mal diesen Planeten hier. Vielleicht kolonisieren, und zwar ist eigentlich egal. Das ist ja doof hier. Doof. Ja, das ist wirklich relativ egal. Ja, kolonisieren mal da. Obwohl, nee. Mal kolonisieren. Ich meine, hier hätten wir zwei Felder, die sinnvoll bearbeitet werden können. Hier wäre es eins. Hier wären es drei. Aber da ist wieder, wenn der nächste Grill dann verloren geht. Ich meine, den Planeten können wir sowieso nicht eingemeinden. Das wäre also dann ein Planet, wo wir sagen können, okay, da müssen wir eh... Manuell hin, hier mal wieder zwei. Dem. Doof. Ja, also nun. Ich denke, wir probieren das einfach mal aus. Wir haben mehr als genug Industrieforschung. Wir gehen mal in den Bereich rein. So. Und dann gucken wir mal. Unser Schiffchen dürfte ja nicht so lange brauchen bis dahin. Es kommt hier relativ gut vorwärts. Haben wir denn eigentlich unseren Schiffen zwischen allen den besseren Antrieb verpasst? Ja, Karo-Klasse. Speichern. Ja. So, dann. Nö, das passt soweit. Jekyll-Klasse. Hat auch den alten. Speichern. Ja. Links hat auch noch den alten. So, der hat aber viel zu viel Energie irgendwie. Gut, das speichern wir trotzdem mal. Ja. Und Anubis-Klasse hat auch noch den alten. Achso, stimmt, da war ja was mit den Schlachtschiffen, die ich noch. Ja. Es rieselt irgendwo. So, du kannst mal aufgehört werden auf die besseren Antriebe. Du auch. Und du bist eh. Ships upgraded. Construction complete. Das ging schnell. Das scheint jetzt wesentlich schneller zu gehen als vorher. Ich habe da in Erinnerung, dass das viel, viel, viel länger gedauert hat. Na gut, vielleicht ist es auch ein bisschen daran liegend, dass da unter Umständen nur ein Teil ausgetauscht werden muss, also unser Antrieb. Construction complete. Glückliche Reise. Ships upgraded. Construction complete. Optimal. Vielleicht können wir das ausbauen. Ja, können wir.
Können wir hier was ausbauen? Nee, weil wir nicht viel haben. Ich überlege wirklich den Plan jetzt mal an die Obhut eines Verwalters zu geben. Ich könnte auch die mal ausradieren, aber eigentlich will ich es nicht. Ich bin ja Xenophil. Ich mag ja eigentlich Research complete. Andere Aliens und so. Gamma-Laser, da haben wir was drin. Ja, das dauert ein bisschen, aber das muss jetzt sein. Und zum Zielkrieger sind auch bald. Vielleicht stellen wir dann Laser auf 5 und Raketen auf 5. Und dann wollte ich noch einen Schiffstyp erforschen. Was denn? Schlachtschiff? Und zwar. Schlachtschiff, genau. Und du wirst dann. Nehmen wir dich denn mal ein schönes. Construction complete. Canis Superior. So. Und zwar mit dem Hintergrund, dass wir hier versuchen. Lebensbrecher. Automatisch. Dass wir hier versuchen. Und zwar folgendes: Wir machen das jetzt ganz anders. Wir machen hier bloß große Waffen rein. Weil von dem Schiffstypen werden wir jeweils nur eins in den jeweiligen Flotten haben. Mit dem Hintergrund, dass wir hier diesen Überraumfall reinbauen. Oder was haben wir noch? Feuerrad auch nicht schlecht. Ja, nee, aber ich denke, wir machen hier mal wirklich diese. Ja, das machen wir so. Jetzt mal, was sind für Waffensysteme? Lass mal ja, von Disruptor. Eventuell mal die Torpedos. Also wir brauchen ja viel Energie für das Schiff. Ist schon mal ein Nachteil. Also eventuell nicht so starke Waffen einbauen. Dass das immer noch relativ viel aushält. Schildkondensator. Nee. Schild. Automatisch fertigstellen. Okay, da baut es Weltraumtorpedos ein. Und Panzerung. Ja, Panzerung haben wir fast besser, sind gar nicht benutzt. Nee, ich möchte aber gerne die Liste drin haben. Das heißt also, du kommst da. Brauchst du auch dafür jetzt doch wieder Nullpunkt-Reaktoren? Oh, weißt schon. Dann bauen wir einfach nochmal Panzerung ein. So. So, bauen wir dich. Und dann bauen wir auf Canis Magna einfach mal eins von den Canis Superior. Eigentlich brauchen wir zwei. Macht keinen Sinn, nur eins. Dann bauen wir mal zwei Flotten. Obwohl in den Kämpfen ist es dann doch meistens so, dass wir eigentlich nur eine Flotte haben. Construction complete. Und mal zwei. Eins für schlechte Zeiten. So. Construction complete. Hydrokulturform 3. Construction complete. Mehr Nahrung. So, ganz viel abgebaut, ausgebaut und so weiter. Raumhafen. Das ist natürlich interessant, dass wir diese Meldung kriegen, weil eigentlich ist das ja nicht unter unserer Kontrolle. Deswegen kriegen wir auch so viel Zeug davon. Interesting. Ja, das ist halt dadurch, dass die so viele Rohstoffe gekriegt haben von uns. Ja. Canis Mensis hat nicht so viel, was sie machen können, also das passt. Canis Ikra. Ja, Forschungspunkte. Was macht denn eigentlich der Krieg da hinten? Der läuft anscheinend. Läuft. Anbinden. Kriegen wir es noch hin, bevor die rüberkommen? Blöd. So, Schiffchen ist gleich da. Der Schiffchen ist gleich da. Und jetzt hängt es nicht. So. Also. Was machen denn eigentlich die inzwischen? 80%. Wo ist denn überhaupt das? 40, ja, aber. 4, die das unterstützen. Ich glaube, die schaffen das gar nicht. Weil kann ich euch nochmal irgendwie. Nee, nicht. Das will man nicht. Ich denke. Ja, unterdrücken wir mal ein bisschen die Medien. So. Damit sind die erstmal wieder abgeschwächt. Und wir können hoffentlich. Jetzt dürften wir aber eigentlich relativ glücklich sein inzwischen. Weil scheint auch der
Zug weggegangen zu sein wegen der Eroberung. Ja, das sind Einzelgänger. Na gut, das stört ihn ein bisschen, denke ich mal. Umsiedlung gestartet, Säuberung gestartet. Ja, eigentlich habe ich noch nie eine Umsiedlung gemacht, also das kann man eigentlich auch mal verbieten. Sklavenfortpflanzung. Egal, wir haben keine Sklaverei. Wir könnten es verbieten, Sklaverei. Habt ihr jemals für Sklaven? Eigentlich nicht wirklich. Wir könnten es verbieten. Ja, wir bieten mal Sklaverei. Ja, 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 ja. Alles gut. Kriegswirtschaft vorbei. Ja, viel Wesen. Okay, das ist. Ui. Ja, gut, das wäre. Das ist in Ordnung. Xenostudien ist in Ordnung. Xenoleuchtung ist auch in Ordnung. Migration. Nee. Obwohl, das könnte ich eigentlich. Umsiedlung verbieten wir, weil. Ja, wie gesagt, wir machen es eh nicht. Wahlrecht ist nicht. Herrschaft. Logischerweise nur wir. Das ist auch so. Künstliche Intelligenz. Ächten wir das? Brauchen wir Roboter? Ist die nächste Frage. Ich meine, sie produzieren uns im Endeffekt relativ viel Mineral, wenn wir sie einsetzen. Also. Construction complete. So verlassen wir uns auf. Ich meine, rein theoretisch wären wir ein utopischer Staat. Könnten wir sagen, okay, wir verzichten komplett auf alles, was mit Robotern zu tun hat, weil wir sagen könnten, na gut, nee, das brauchen wir eh nicht. Ich denke mal, ihr fliegt jetzt trotzdem mal hier runter nach Canis Major. Dort sammelt ihr dann das Schlachtschiff ein, das neue. Das hier. Und dann schicken wir euch einfach mal darüber und wir hoffen das Beste, dass wir nicht gleich unsere ganze Flotte verlieren. So, unser Außenposten ist ja gerade im Ausbau. Ja, ist in Ordnung. Research complete. Oh, schon fertig, sehr schön. So, jetzt hätten wir hier, was ist das? Oh, was? Trefferpunkt. Beryllium-Kraft. Explosivwaffen, mehr Schaden. Ah, wir haben doch relativ viele Raketen. Ja, für 3150 Forschungspunkte, 8 Monate. Das wäre doch schön. Beryllium-Erz, ne, gucke. Also es gibt einige Ressourcen, die wir noch gar nicht hatten bis jetzt. Oder auch noch nicht wussten, dass es überhaupt gibt. Das ist doch mal was. So, unsere Flotte ist auf dem Weg. Jetzt sind auch die Warpsprünge relativ kurz, wie man sieht. Also wir springen ja dahin und dann sind wir ein bisschen doof hier rüber. Aber es geht, also es, ne, es geht schon. So, wie sieht es hier aus? Wir hatten auch unser Forschungsschiff da drüben, das ist mir rübergezogen gehabt. Ne? Ja. Was Graces. Du bist aber dann split, ne? Ja, Sternenjäger. Aber wir müssen das ja eindämmen. Jetzt sieht man ja schon. Ich meine, sie wachsen anscheinend nicht mehr ganz so schnell, aber. Ich weiß auch nicht genau, wie das. Wie ihr mehr Einfluss kriegen, aber ich denke, ihre Flotten. Ich gehe mal davon aus, dass die Flotten von denen größer werden, je mehr Einfluss die haben. Weil die dann auch mehr ein. Sozusagen. Also einnehmen an Planeten. Dementsprechend. Was bist du denn? Gott, das hab ich mal im Reich. Nee, kommt so an. Ja. Nee, ja, nee, jetzt wenn das dann sozusagen. Hoffentlich wir das zerstören können, das Hauptsystem da, beziehungsweise dieses Gate, diese andere Daseinsebene, dann hoffen wir mal, dass das hilft. Wir sollten ein Forschungsschiff mitschicken. Wir sollten ein Forschungsschiff mitschicken. Ja. Sollten wir. Sollten wir wirklich. Und wir sollten einen Anführer zuweisen, also einen Admiral. Ihr langweilt euch schon wieder. Er gibt gerade nichts zu tun. Ne? Ich meine, ihr könnt ja mal da runterfliegen, wenn ihr dann kommt. Nee. Dann müssen wir wahrscheinlich auch bei Gelegenheit mal noch neue Schiffchen in der Ansicht bauen. Forschung, naja. Construction complete. Ja, Raumhafen. Ich meine, gut, ist ganz schön. Ist ganz schön, dass wir sagen können, wir können. Ja. Wir können da drüben sozusagen einen Außenposten ja. Haben wir jetzt etabliert. Das kann nichts verändern. Ist auch ganz wichtig, dass wir dann die Konstruktionsschiffe weiter. Wir könnten auch hier Konstruktionsschiffe bauen.
Wir brauchen erstmal einen Raumhafen. Raumhafen bauen. Das ist wichtig, weil sonst können wir unsere Schiffe nicht reparieren. Ha. So. Die schwarzen Schakale sind gleich da. Ja, also das hat ja gerade Dedit gemacht. Komisch. Erstmal diese Fraktion hier. Was wollt ihr? Atini Prime Sektor, das ist mir eigentlich egal. Ja, ich glaube, ist auch ein bisschen das Problem bei dieser. Ja, ich drücke schon ein bisschen. Ist auch ein bisschen das Problem eigentlich an dem Ganzen. Also es war ja bis jetzt immer so, dass eigentlich nicht viel passiert ist, was die Abweichung der Fraktionen oder der Religion und so weiter angeht. Also die ganzen Spezies waren eigentlich immer relativ uniform. Es gab keine Möglichkeit, dass die wirklich mal aus der Reihe getanzt haben. Das ist jetzt offensichtlich mehr der Fall und das sollte eigentlich auch so sein. So, Forschung abgeschlossen. Wir schicken euch mal dahin, dass ihr euch mit der anderen Flotte verbindet. Und dann... Kreuzer werft. Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nee. Feuerrad Explosivwaffen, plus 5%. Gute bessere Railguns. Ja, wir forschen mal die Railguns.